Lachsfilet auf Pappardelle. Für 4 Personen Doppelpunkt 1/2 TL Asamt 600 Gramm Lachsfilet ohne Haut 100 Gramm rote Zwiebeln 50 Gramm getrocknete Tomaten 8 entsteinte schwarze Oliven 2 Stiele Zitronen Thymian 250 Gramm Pappardelle. Salz Pfeffer 2 EL Limonenöl, Ersatz Olivenöl, 1 TL abgeriebene Bio-Limonenschale. Erstens Tee mit 250 ml kochendem Wasser unbekanntes Zeichen sehr aufbrühen, nach 3 Minuten Absei unbekanntes Zeichen hin. Lachs waschen, trocken tupfen und in 4 Portionen teilen. Zwie unbekanntes Zeichen Wellen pellen, halbieren und in feine Streifen schneiden. Zweite Tomaten und Oliven fein würfeln. Zitronendü unbekanntes Zeichen Mian waschen, Blättchen abzupfen. Pappardelle in kochendem Salzwasser unbekanntes Zeichen sehr al dente kochen. Drittens Lachs salzen, pfeffern, im heißen Olivenöl von jeder Seite circa 1 Minute anbraten, aus der Pfanne nehmen. Darin Zwiebeln andünsten. Tomaten und Olivenwürfel sowie Limo unbekanntes Zeichen Nenskale zufügen. Vierter Tiangi unbekanntes Zeichen sehen, alles kurz aufkochen lassen, salzen, pfeffern. Thymianblättchen unterheben. Fisch oben aufsetzen, bei schwacher Hitze circa 5 Minuten garziehen lassen. Pappardelle mit Fisch und Gemüse servieren. Seelachsspieße. Die Filets kalt abspülen, trocken tupfen, halbieren. Zitrone heiß waschen, Schale abreiben, Saft auspressen. Knoblauchschähe unbekanntes Zeichen lehnen, durchpressen. Zweitens je 1 Esslöffel Oliven unbekanntes Zeichen Öl und Zitronensaft mit Zitronenschale und Knoblauch verrühren. Die Seelachsfiletstreifen damit bestreichen. Von den Zitronengrasstängeln die äußeren Blätter entfernen. Stängel mit einem scharfen Messer anspitzen. Jeweils einen Fischfilet. Streifen darauf stecken, salzen, pfeff. Dritte Radieschen putzen und in kleine Fäden schneiden. Rauke waschen, trockschütteln und fein hacken. 5 Essli Öl mit Honig und dem restlichen Zinnensaft verrühren, salzen, pfeffern. Den Radieschen und der Rauke mischt. Feine Schollenfilets. Für 4 Personen, 8 Schollenfilets 100 Gramm 100 Gramm Butter 20 Gramm Mehl 120 ml Sahne 70 Gramm Schalotten 200 ml Apfelwein 400 ml Fischfond Zitronensaft. Erstens 20 Gramm weiche Butter mit Mehlfehe unbekanntes Zeichen kneten, die Hälfte der Sahne schla unbekanntes Zeichen gehen. Schalotten abziehen, in 20 Gramm Bad unbekanntes Zeichen Teer anschwitzen. Mit 100 ml Apfel unbekanntes Zeichen Wein ablöschen und komplett Inko unbekanntes Zeichen tschen. Den Ansatz mit Fond auffüllen, aufkochen, 5 Minuten köcheln las unbekanntes Zeichen Senior. Mehlbutter mit restlicher Sahne einrühren, weitere 5 Minuten Kuh unbekanntes Zeichen tschen. Zweite Soße mit 40 Gramm kalter Butter. Pürieren, mit Salz und Zitronensaft abschmecken. Aufkochen und die geschlagene Sahne unterheben. Fischfilets salzen, zur Hälfte ein Klapp unbekanntes Zeichen Pin. Restlichen Apfelwein mit 20 Gramm Butter aufkochen und die Filets hineinsetzen. Abdecken, Herd ausschalten, die Schollenfilets 5 bis 7 Minuten garziehen lassen. Mit der Soße und einem Salat servieren. Walnussbrot. Das brauchen Sie. Zutaten für ein Brot, 350 Gramm Weizenvollkornmehl, 250 Gramm Weizenmehl, Type 405, 2 Gestrichenettelsalz, 1 Würfel Hefe, 42 Gramm, 75 Gramm Enerbinol Walnusskerne, 200 Gramm Appenzeller. Zubereitung, Weidemehlsorten und Salz in einer Schüssel mischen. In die Mitte eine Vertiefung drücken da hinein die Hefe bröckeln und in 50 ml lau unbekanntes Zeichen warmem Wasser auflösen mit etwas Mehl vom Rand bestäuben und Zucker unbekanntes Zeichen deckt 15 Minuten gehen lassen alles verkneten, dabei nach und nach 175 ml lau warmes Wasser zufügen, bis ein elastischer,
Glatter Teig entsteht Zuge und bekanntes Zeichen deckt eine Stunde gehen lassen, bis sich der Teig deutlich vergrößert hat. Walnüsse in einer Pfanne ohne Fett rösten, abkühlen lassen, grob hacken. Appenzeller reiben Nüsse und Käse unter Dentich heben und einen Rand unbekanntes Zeichen den Brotleib formen in die Mitte eine große Vertiefung drücken und die Oberfläche dreimal einschneiden Brot auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech setzen nochmals 30 Minuten gehen lassen im vorgeheizten Ofen bei 220 Grad Celsius 40 Minuten backen nach 20 Minuten Brot mit einer Alufolie ab der unbekanntes Zeichen. Kühlen, damit die Kruste nicht zu dunkel wird. Bauchweizenbrot. Das brauchen Sie. Zutaten für ein Brot: 1 Würfel Hefe, 42 Gramm, 1 TL brauner Zucker, 400 Gramm Dinkelmehl, Type 630, 100 Gramm Inner Bio. Buchweizenmehl glutenfrei, 2 TL Salz, 50 Gramm Naturjoghurt, 3,5% Fett, 100 Gramm gemischte Kerne und Samen. Zum Beispiel in der Bio Sonnenblumen und Kürbiskerne, Buchweizen, Hanfsamen. So geht. Zubereitung: Backofen auf 220 Grad Celsius vorheizen, Hefe zerbröckeln und mit Zucker in 500 ml lauwarmem Wasser auflösen, beide Mehlsorten und Salz mischen, Joghurt und Wasser-Hefemischung zugeben und zu einem zähflüssigen Teig verarbeiten, 2 Eier von der Kernsamenmischung beiseite stellen. Den Rest unter Knetenteig in eine gefettete Kastenform füllen und mit den restlichen Kernen und Samen bestreuen 10 Minuten backen, dann Oberfläche mit einem scharfen Messer längs einschneiden und weitere 40 bis 50 Minuten backen. Aprikosenbrot. Zutaten für ein Brot: 150 ml Inner Bio Milch, 30 Gramm Hefe, 300 Gramm Inner Bio Dinkelmehl, Type 1050, 200 Gramm Inner Bio Weizenmehl, Type 550, 1 Prise Zucker, 11/2 TL Salz, 300 Gramm Inner Bio Saft unbekanntes Zeichen. Aprikosen. Zubereitung: Milch und 150 ml Wasser lauwarm erwärmen, Hefe hineinbröckeln und darin auflösen, mit beiden Mehlsorten unbekanntes Zeichen Tin. Zucker und Salz zu einem glatten Teig verkneten, Zuge unbekanntes Zeichen. Deckt eine Stunde gehen lassen, bis sich der Teig etwa verdoppelt hat, Aprikosen vierteln. Mit 200 ml kochendem Wasser über unbekanntes Zeichen gießen und zugedeckt abkühlen lassen, abgießen und in einem Sieb abtropfen lassen, Teig nochmals durchkneten und Aprikosen unterarbeiten, Teig in eine gefettete Kastenform geben und nochmals 15 Minuten abgedeckt gehen lassen, Backofen auf 200 Grad Celsius vorheizen und Brot 10 Minuten backen, Temperatur auf 175 Grad Celsius reduzieren. Und weitere 30 Minuten bar unbekanntes Zeichen gehen, die Oberfläche die letzten 10 Minuten eventuell mit Alu unbekanntes Zeichen Folie abdecken, damit die Kruste nicht zu dunkel wird.